Alle Deutschen wollen das Klimageld. 67 Milliarden Euro Mehreinnahmen für Lindner im Jahr 2023 über die CO2-Bepreisung. Lindner verarscht uns. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, mir reicht es jetzt langsam mit dieser Bundesregierung, mit diesem Finanzminister. Das ist wirklich ein Mensch, der hat überhaupt nichts für uns übrig, für die sozialen Nöte von Ihnen, Rentnerinnen und Rentnern, Menschen, die wenig Einkommen haben, fleißige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und kleine Unternehmer, die jeden Tag den Laden hier in Deutschland am Laufen halten. Lindner verarscht uns. Lindner will das Klimageld nicht auszahlen. Er hat aber, so ist es am 3.2. oder am 4.2., 2024 bekannt geworden, 67 Milliarden Euro Einnahmen über die CO2-Bepreisung im Jahr 2023 eingestrichen. Das muss man sich mal überlegen. 67 Milliarden Euro und dieser Typ will uns das Klimageld nicht auszahlen, was im Koalitionsvertrag versprochen worden ist. Das ist ein Skandal, eine Riesenfrechheit. Und niemand soll sich mehr wundern in Deutschland, dass die Leute hier extrem unzufrieden sind und auch deswegen auf die Straße gehen, weil sie diese Ampelregierung einfach satt haben und nicht mehr haben wollen. Ich kann nur sagen, ja, gehen Sie alle auf die Straße, streiken Sie, bis endlich eine neue Regierung hier an der Macht ist, die auch wirklich auf die sozialen Belange von uns eingeht und uns endlich auch finanziell unterstützt. Denn wir alle sitzen hier im Boot und zahlen ganz viel Geld für die Energiewende. Ja, im Januar 2024 ist es ja wieder teurer geworden. Und Lindner hat die Frechheit, uns zu erklären, dass aus technischen Gründen das Klimageld nicht ausgezahlt werden kann. Das ist ein Witz. Wir wissen alle, und das weiß Lindner auch, dass er bei der nächsten Bundesregierung nicht mehr mit dabei ist, denn die FDP wird dann nicht mehr im Bundestag sein. Und Gott sei Dank kann ich nur sagen, dass diese neoliberalen Wirtschaftslobbyisten dann bald nicht mehr da sind. Es ist einfach nicht mehr zum Aushalten, was in diesem Land los ist. Ich sage eins, ich fordere die Bundesregierung auf, zahlen Sie endlich das Klimageld, das haben Sie uns versprochen, denn wir müssen teuer dafür bezahlen, dass Sie Ihre Energiewende durchboxen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.